Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Unboxing von einem Oraloa-Bild. Ich habe hier ein wunderschönes, großes Bild, deshalb musste ich auch hier in das Weitspektrum gehen von der Kamera, damit ich euch dieses Bild auch richtig gut präsentieren kann. Ja, es ist ein Bild mit der Größe. Haben wir hier die Größe irgendwo an der Seite? Nee, die Größe steht da nicht. Auf jeden Fall... Auf jeden Fall haben wir hier die neue Verpackung von Oraloa. Die kennt ihr ja schon von meinem letzten Video. So, und zwar packen wir das ganze Bild mal aus und dann zeige ich euch alle Einzelheiten genauer. Wir haben hier einmal die große, große Leinwand. Und darin eingewickelt natürlich die Steine und. Und ja... Hätte ich jetzt nicht die Kamera so weit weg, könnte ich euch das Bild nicht komplett zeigen. Deshalb müsst ihr jetzt damit Vorlieb nehmen. Ich glaube, dieser Winkel ist euch eh lieber. So seht ihr ein bisschen mehr. So. Wie ihr gesehen habt, die Bilder sind nochmal mit einer Folie umwickelt, wie immer. So. Und wir haben auch, wie immer, eine Flauschi-Leinwand, also nicht flauschig, sondern Filz, eine Filzleinwand. Das bedeutet, der Rücken von dem Bild ist mit Filz bestückt. Ich zeige euch das mal. So sieht es aus, das Ganze. Hier diese Riffelungen, diese abgesteppte Leinwand. Sehr, sehr schön, wie immer. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache, weil es ist wirklich ein sehr großes Bild. Ich breite das jetzt mal aus und dann gucken wir weiter. So, das ist das Bild. Ich habe jetzt, so gut es geht, das Bild hier auf dem Tisch ausgerollt, um es euch ganz zu zeigen. Also hier seht ihr den wunderschönen Hundewelpen mit der Fee auf der Nase. Ich finde dieses Bild so süß. Ja, ich gucke mal, ob ich das ein bisschen besser hinkriege. So seht ihr es vielleicht ein bisschen besser. Wir haben massig Steine und ja, ich zeige euch das Bild gleich ein bisschen besser. Wir gucken uns jetzt erstmal an, was dabei ist. Wir haben ein Toolkit dabei. Und zwar in diesem Toolkit versteckt sich das hier. Und das wäre ein Schnabelschiefchen, ein Mehrfachsetzer, eine wunderschöne Pinzette, sehr hochwertig, die nutze ich super gerne, ein durchsichtigen Stift mit Zweier-, Dreiersetzer und ein Laborer. Einmal Washi-Tape mit dem hawaiianischen Logos drauf. Ja, richtig schön. Hula Hula. Ein Squishy für den Stift und einmal ein Döschen mit 3x Wachs oder 4x Wachs. Ja, alles dabei, um zu starten, würde ich mal sagen. Und dann haben wir noch die Legende mit den Aufklebern. Die zeige ich euch gleich. Ich finde ja die Sachen von Oraloa immer super, super toll. Der Druck, die Steine, macht alles sehr viel Spaß. Wunderbar, aber das Bild ist wirklich sehr, sehr groß. Also wir haben hier die Legende. Und da seht ihr das Bild nochmal. Das Bild 71 x 71 cm. Ich sage ja, es ist groß. Die Aufkleber, wir haben 50 Farben und davon sind 3 AB-Farben dabei. Was auch vollkommen genügend ist. Ja. Ich werde wahrscheinlich noch eine AB-Farbe mit einfügen, aber wir schauen mal. Ich glaube, das ist gar nicht nötig bei der Sache hier. Dabei ist auch wieder eine Anleitung mit einem Rabattcode. Die habt ihr immer dabei, um für den nächsten Einkauf dann so ein bisschen was zu sparen. Ne? Ja, dann haben wir die Steine. Das sind die Steine. Eine Menge Steine. Und die AB-Farben sind... Also, wir haben diese Farben in dem Bild eingebaut. Wunderschöne helle Farben. Besonders das hier mag ich ganz gerne. Das ist so ein richtig toller Farbton. Dann haben wir Hautfarben und dunkleres Lila. Das wird alles, glaube ich, in der Fee sein. Ich gucke mal, die 49 haben wir eingebaut in der Nase des Hundes. Hier, in den hellen Stellen. Wir haben es eingebaut in...
Ja, in der kompletten Nase des Hundes so ein bisschen eingebaut und auch hier in den Flügeln. Wunderschön. Also hier, dann haben wir die 48. Das Sternchen ist eingebaut. Ja, wo ist es denn? Ja, da muss ich ein bisschen länger suchen, ich finde es nicht. Und dann haben wir die 50. Das A, das habe ich gerade gesehen. Das haben wir quer verteilt im Bild. Und zwar da hinten im Hintergrund und in der Fee, glaube ich. Ja, wunderschöne Farben. Ich sag euch, das Bild gefällt mir gut. Besser als ich dachte. Und die Steine sind Hartsteine. Also wenn ihr anfangt zu painten und abkitten wollt, kleiner Tipp, holt euch trockene Tücher. Ja? Holt euch die Tücher und benutzt sie. Schneidet sie in kleine Fetzen, tut sie in die Tütchen, schüttelt die Tütchen durch, dann sind die Steine weniger aufgeladen. Und jetzt zeige ich euch das Bild ein bisschen näher. Da gehen wir jetzt mal mit der Kamera ein bisschen näher ran. So. Und zwar möchte ich, dass ihr den Druck seht. So, ich glaube, so sieht man es am besten. Der Druck ist echt toll. Guckt mal, wie hier die Fee auf der Nase liegt. Wunderschön. Kleine, süße Hund. Der Druck ist klar und deutlich. Ja, der ist ein scharfer Druck. Ich weiß, das spiegelt jetzt durch die Folie. Übrigens, die Folie bei Oraloa ist sehr dick. Die ist wirklich gut. Und der Kleber, der glänzt. Also der ist schön dick aufgetragen. Ja, und hält, was er verspricht. Super toll. Wahnsinn. Tolles Bild. Tolle Farben, toller Druck, tolle Steine. Einfach toll, ja. Kann man nichts anderes zu sagen. Ich weiß nicht, wann ich dieses Bild painten werde. Aber es wird in meiner Favoritensammlung ganz oben liegen. Ja, es ist sehr, sehr groß. Deshalb werde ich mir da noch ein bisschen Zeit mitlassen. Ich mache momentan eher so kleinere Projekte. So, Kamera hängt wieder. Ich kann euch sagen, wenn ihr dieses Bild haben möchtet, schlagt zu, denn es ist bestimmt schnell wieder ausverkauft. Es war schon einmal ausverkauft, soweit ich es mitbekommen habe. Und es wurde schon von anderen präsentiert. Deshalb, wenn ihr das Bild haben möchtet, seid schnell. Nutzt den Code, den ich euch unten reinpacke. Nutzt den Link, den ich euch unten reinpacke. Und viel Glück. Ja, viel Erfolg beim Kauf. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ich weiß nicht, ob es ein neuer Temu-Haul wird, weil in den nächsten Tagen noch was eintrifft. Oder ob es nochmal ein Diamond-Painting-Video wird. Ich habe noch einiges, was ich euch zeigen möchte und das werde ich euch in den nächsten Tagen auch präsentieren. Ja. Und somit sage ich Tschüss mit Üs und euch noch einen tollen Abend. Tschüss!